Hallo und herzlich willkommen zurück bei Legend of Mana. Letztes Mal haben wir in... Wie hieß es nochmal auf Deutsch? Gard? Die Rubens Quest gemacht. Die Flamme der Hoffnung, glaube ich. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und jetzt... setzen wir... Was habe ich denn... Steintafel, Medaillon, Glühwürmchenlampe, Steinauge. Nehmen wir die Glühwürmchenlampe. Das ist eine hübsche Blume. Hier. Ich setze sie mal hier hin. Das ist in der Nähe von Wazor. Und wir bekommen noch eine Stadt. Lumia. Nochmal sehen. Lumina. Haben wir das nicht schon gehört? Ui. Hübsch. Nasenbären. Maus. Mhm. Sagen das alle oder sagen alle was anderes? Maus. Soll das Mäuse sein? Maus. Ich glaube, das sollen Mäuse sein. Der sieht auch überhaupt nicht creepy aus, oder? Hallo, wenn du Fragen hast, stell sie mir ruhig. Er sieht ein bisschen... er ist ein Puzzle. Er sagt, ich kann ihm Fragen stellen, aber ich kann ihm keine Fragen stellen. Bester Tourguide ever. Hier kann ich nicht raus. Was ist hier? El Risiko. Ich liebe die tanzenden Händler. Und die Sachen sind auch alle schlechter als das, was wir schon haben. Oh, außer die Ausrüstung. Instrumente. Stahlschild. Ich habe 1000. Ein komplettes Set wären 2, 4, 6. 1080 ohne das Schild. Ja, das geht doch. Ist ja alles besser als das, was ich habe. Das heißt, nein, falsch. Das heißt, das können wir da sowieso verkaufen. Nein, hier. Ausrüstung. Da. Ich kann nur 3 nehmen. Was macht der Ring? Defense. Das ist Magie-Defense vermutlich. Das ist alles physisch, verstehe. Ah ja, stimmt, ich habe den Eisentopf. Wo habe ich den Eisentopf hier? Dann nehmen wir noch einen Stahlhelm. Tierknochen, Amulett, Schlüssel. Der verbotene Ring. Der verbotene Ring. Haben wir den von Dina? Der klingt seltsam, den rüste ich aus. Okay. Ich wollte noch schauen, wenn ich schon im Menü bin. Habe ich da jetzt noch irgendwas?
Nee, hat nur die Axtbombe. Okay. Oh, habe ich Magie? Ich glaube nicht. Nee. Gut. Dann sind wir hier fertig. Wenn ich hier nur 3 Ausrüstungsgegenstände bekomme, brauche ich das Schild gar nicht erst kaufen. Gut, an den Mäusen vorbei. Dann geht's. Nein. Da als nächstes. Kann ich da rein? Nein. Maus? Maus. Du auch? Nein, du bist ein Sprössling. Die Kuh ist nicht hier. Sie ist in meinem Kopf. Ja, ist okay. Die Kuh ist nicht hier, sie ist in seinem Kopf. Hm? Ich geh dann mal. Nein, die Maus hat mich gefangen. Geh weg. Geh weg. Oh, da kann ich wirklich hin. Morgenmondgasse. Nein, ich wollte noch wissen, ob ich in das Gebäude hier kann. Ja. Noch ein Händler. Eine Speicherstatue. Kann ich da rein? Das Schwein an der Decke finde ich klasse. Eine hängende Schweinelampe. Ah, das sind die... Okay, das bringt uns noch nichts. Stimmt, das haben wir noch immer nicht freigeschaltet alles. Ich frage mich, wann das kommt. Oder vielleicht habe ich es auch schon verpasst. Vielleicht ist es schon freigeschaltet. Wozu sind hier Treppen, wenn ich da nicht hochkomme? Lumina ist ein bisschen verwirrend. Da komme ich aber auch nicht weiter. Also ich kann nur hier rauf. Die Treppen gehen wenigstens zu. Wer war das? Moment, Moment, Moment. Wer ist das? Oh, Monique, deine Augen funkeln wie die Sterne am Himmel. Und doch entgleitest du mir wie Nebel an einem Frühlingsmorgen. Mehr sagt er nicht. Okay. Im Rampenlicht Lampenladen. Da gibt's ein paar schöne Lampen und eine verstörende. Aber ich sag nicht welche. Ich bin Monique und das ist mein Lampenladen. Ah, du bist Monique, okay. Heute läuft das Geschäft nicht gut, wenn ich doch noch 6 Lampen verkaufen könnte. Ach, vielleicht sollte ich den Laden schließen und in eine andere Stadt ziehen. Oh nein, Liebste, du darfst doch nicht so verrückte Sachen sagen. Willst du etwa deinen Dichter der Liebe verlassen? Deinen Gilbert? Wie soll ich ohne dich an meiner Seite zum Sternenhimmel aufblicken? Aber wenn ich keine Lampen verkaufe, verhungere ich. Wenn das so ist, habe ich eine Idee, mein Schätzchen. Ich verkaufe die 6 Lampen für dich. Also, das wäre sehr nett von dir. Warte hier auf mich, meine Liebste. Das ist der Anfang unserer wunderschönen Liebesgeschichte. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Licht der Geister. Kriegt die doch niemals verkauft, oder? Gilbert ist schon ein netter Kerl, aber er ist auch ein bisschen komisch. Ja, das sind die Besten. Nur die Besten sind ein bisschen komisch. Oh, du der Reisender. Hier, nimm. Du willst meine geliebte Monique doch nicht solchen Kummer leiden lassen, oder? Lass uns die 6 Lampen für sie verkaufen. Ich wusste, dass ich damit reingezogen werde. Ich kaufe meinen Anteil selbst, aber du solltest deine Lampen verkaufen. Die kosten 1000 Lucre pro Stück. Natürlich kannst du sie auch einfach selbst kaufen. Warum? Na, ich verkaufe sie. Mit dir kann man Pferde stehlen. Ist das ein Zentaur? Hat er sich gerade selbst parodiert? Absolut bereit, meiner Liebsten in Nöten zu helfen. Was ist ein Zentaur? Ich weiß nicht, wie das finden soll, wenn ein Zentaur meint, mit mir kann man Pferde stehlen. Das ist irgendwie... Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Hey Maus, willst du was kaufen? Kann ich die Lampen irgendwie ausrüsten?
Gegenstand. Nein. Okay, kann ich sie dem Sprössling verkaufen? Vielleicht hilft das seiner Kuh, die in seinem Kopf ist? Nee, okay. Willst du eine Lampe kaufen? Hier ist irgendwie auch nichts von Lampe. Warum sollte ich sie selbst kaufen? Kann ich die irgendwo aufstellen? Und warum kann ich hier nirgends rein? Wie soll ich hier Lampen verkaufen? Oh, ich weiß, wir fragen das Puzzle. Ich nehme mal an, dass mir die Mäuse nicht helfen. Die stehen immer nur im Weg. Die Mausbären sind hier Stammgäste, also habe ich ihre Sprache gelernt. Oh, es sind Mausbären, okay. Ich kann dir ein paar Wörter beibringen, wenn du magst. Ja. Als erstes wäre da Maus. Welche Überraschung. Das ist eine Begrüßung, heißt aber auch Ja. Sie begrüßen sich mit Ja? Maub heißt Nein und gleichzeitig auf Wiedersehen. Mauba heißt Du, Maubs heißt Ich. Mauba bedeutet Freunde. Baba heißt Mausbär und Gaga nennen sie alle anderen Lebewesen. Mau heißt sowohl Licht als auch Sterne und Ba bedeutet Nacht. Mauser ist das Wort für Lampe. Mau-Ba-Ba-Ba heißt viele oder sehr, während Ma wenig bedeutet. Mubu heißt Musik ist schon gut, sie lieben Musik über alles. Mau-Mau heißt bitte und mit Gack drückt man Missfallen aus. Wenn du etwas nicht verstehst, sag einfach Mup. Das merke ich mir, Mup. Wenn du zum Beispiel eine Lampe verkaufen willst, sagst du einfach Mau Mau Mauser. Mauba Maus? Wupp! Gar nicht übel. Maups Baba? Mauba Baba? Ich hab keine Ahnung. Maus? Gack. Okay, erklär mir das nochmal. Maus ist die Begrüßung und heißt Ja. Maub Nein. Ja, das ist einfach. Mauba Du, Maubs Ich. Baba Mausbär, Gaga alle anderen. Mau heißt Licht. Ba Nacht. Mauser heißt Lampe. Maubababa heißt viele, während Ma wenige bedeutet. Wie das einfach nicht hängen bleibt. Maups, Mausbar, Mauber, Mausbar? Maus? Mauber, Mau, Bababa, Mau, Maus? Mau, Mau, Mauser? Gag. Verdammt! Ich muss mir das aufschreiben. Ich hatte mal einen Zettel hier. Und einen Stift. Stift gefunden. Zettel. Gefunden. So. Hoffentlich geht der Stift. Ja. Okay. Nochmal. Maus. Hallo, ja.
Maub ist nein und tschüss. Nein. Tschüss. Mauba. Mauba. Mauba ist du. Maub. Maubs ist ich. Ja. Maubba ist Freunde. Na komm. Gib jetzt nicht mittendrin auf, Stift. Doppel B ist Freunde. Baba ist der Mausbär. Gut, Baba und Gaga merke ich mir gerade so. Mau ist Licht. Und Ba ist dunkel. Dunkel. Mauser ist Lampe. Mauser. Lampe. Was man nicht alles tut, um einem Zentauren zu helfen. Jetzt wird's kompliziert. Mau. Ba. Ba. Ba ist viele. Und Ma. Ist wenig. Und Mu Bu ist Musik. Mau Mau. Das ist, glaube ich, bis jetzt die komplizierteste Quest. Bitte. Und Gag merke ich mir auch so. Und Mupp ist was. Okay. So, Mau Mau Mause. Mau Mau ist... Bitte Lampe. Bitte Lampe, Fragezeichen. Mauba Maus. Mauba. Haben wir Mauba? Du... Du, hallo. Ja. Okay. Maus, na, Maups, Baba. Mau. Ich. Und Mauba, du, Mauba, Baba. Maub. Ich bin kein Mausbär. Maups, Maus. Maups. Ich. Hallo. Ich hallo dunkel. Mauba Maus ba Maub. Du. Hallo dunkel. Du wollen Lampe kaufen? Gag. 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 Hab ich jetzt verkackt? Gut, was sagst du hier unten? Bamubu, Maumubu. Dunkel? Mubu. Dunkelmusik. Nachtmusik. Maumubu. Mau. Mau. Wo ist Mau? Da. Licht. Musik. Du wolltest eine Lampe kaufen? Gag, gag. Kann ich das wieder gut machen, wenn ich einen Screenwechsel mache?
Das hat irgendwie nicht so funktioniert. Du. Mops, Gack, Mauber. Mops. Was war Mops nochmal? Ich, nein. Mauber? Mauber. Ich, nein, du? Ja? Der Gesichtsausdruck. Kann ich jetzt nicht mehr mit ihnen reden? Oder muss ich mir das mit der Sprache nochmal antun? Blablabla. Ah ja, okay. Maups, Baba, Mauba, Baba. Das ist ich Mausbär, du Mausbär? Ja. Nee. Maups, Mausba, Maups, ich Maus, ja, ba, dunkel. Ich ja dunkel. Du ja dunkel? Ja. Mauba, Mauba, Baba, ba, Mau, aus? Mauba, ich? Nein, du. Mauba, Baba, viele? Du viele dunkel. Du viele Dunkellicht. Ja? Was? Du wolltest eine Lampe kaufen? Was meint er mit du vielen Dunkellicht? Oder Sterne? Seher. Ah, es kann Seher auch heißen. Maub. Was war Mauba? Mauba, du, ja, Nacht? Maus? Maus. Du sehr dunkel. Licht, du sehr dunkel Licht. Du sehr Nachtstern. Mauba, Mops, Mauba, Maus. Ma, du? Mops, du, ich, Freunde, ja. Du wolltest eine Lampe kaufen? Maus. Puh. Bamubu, Maumubu, ba, dunkel, Mubu. Dunkel, ah, das ist Dunkelmusik, Mau. Sag mal. Licht. Dunkelmusik, also Nachtmusik und Sternenmusik? Irgendso wie. Maus. Mauba, Maus, ba, Mauba. Du, ja, dunkel. Maus? Mauba, Mauba? Du Freund. Maus. Mauba, Maups, Mauba, Maus. Du, ich, Freund, ja. Du wolltest eine Lampe kaufen? Maus. Macht man so unter Freunden. Verkauft man einfach Lampen. Nein, ich will nicht auf die Weltkarte. Einen so einen Mausbären habe ich noch. Maups, Gack, Mauba. Ich, nein, du. Maus? Gag. Jetzt kann ich mir das nochmal angehen. Diese Mausbären. Okay, es ist nicht ja und es ist nicht Lampe kaufen. Wenn man das irgendwie überspringen könnte, wäre das praktisch. Na komm, Mr. Puzzle. Ob sich der seine Haare einfach woanders hinstecken kann, je nachdem wie er Lust hat?
Weh, du gagst es nochmal. Maub. Maubagag Baba. Du? Du? Nein, Mausbär? Maus. Gag. Ich hasse dich. Ich hasse das Vieh. Ja, bla 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 bla. Bisschen nettes Puzzle. Kann ich ihn nicht einfach mit der Lampe K.O. schlagen und mir das Geld nehmen von ihm? Ich lasse ihm auch die Lampe da. Maub? Baba. Baba. Baba ist Mausbär. Maus? Mauba, Maubs, Mauba, Maus. Ah. Du, ich, Freunde, ja. Du wohl eine Lampe kaufen? Endlich! Verdammte Mausbären. Da, ich hab deine blöden Lampen verkauft. Du hast sie alle verkauft. Das, wie talentiert du doch bist. Süße Monique, es ist Zeit, mir dein Herz zu öffnen. Komm mit, Reisender. Ich zeig dir, was wahre Liebe ist. Werde ich bezahlt? Komm zurück. Gute Neuigkeiten, meine kleine Erdbeere. Wir haben alle 6 Lampen verkauft, mit Betonung auf wir. Meine Güte. Das ist ja wunderbar. Du hast dein Herzblut in sie gesteckt, meine Süße. Sie haben sich verkauft wie warme Brötchen. Das will ich nicht behaupten. Ich glaube, mein kleiner Laden bleibt doch geöffnet. Oh, Liebling. Du kannst nicht länger Lampen bauen. Du musst der Sonnenschein sein, der meine Welt erhält. Deswegen kann sie doch trotzdem Lampen bauen, oder? Komm, Liebste. Gehen wir hinaus und lassen den Sternenstaub auf uns herabregnen. Ich habe das Gefühl, dass die Welt nur erschaffen wurde, damit dieser Tag kommen konnte. Ich wollte auch gerade an die frische Luft gehen. Was für ein Zufall. Ich sitze seit 6 Tagen hier drin und arbeite an meinen Lampen. Oh. Ist das ein Harp hier? Ein Harp hier, ein Zentaur. Oh. Hab schon Schrägeres gesehen. Monique, ich habe einen Traum, von dem ich dir erzählen will, wenn du nur zuhören würdest. Natürlich, Gilbert, vielleicht kann ich dir im Gegenzug von meinen Träumen erzählen. Monique, du könntest deine Lampen mit Leichtigkeit an jeden Dahergelaufenen verkaufen. Die wenigen Liebhaber meiner Lampen kommen von weit her, nur um sie zu kaufen. Du solltest ein paar Mausbären die Arbeit machen lassen. Mach dir nicht die Hände schmutzig, ja, die Mausbären. Hm. Mir gefällt es aber, Zeit und Mühe in jede einzelne Lampe zu stecken. Wir könnten sogar einen berühmten Designer beauftragen, uns ein Meisterwerk zu entwerfen. Es macht Spaß, dies und das zu sammeln, um einzigartige Lampen zu bauen. Und mehr brauchen wir auch gar nicht zu tun. Wir werden im Handumdrehen reich sein. Viel verdiene ich nicht, aber ich lebe für meine Arbeit. Reden die irgendwie aneinander vorbei? Sie erinnert mich immer weniger an eine Harpie und immer mehr an eine Sirene. Soweit ich mich erinnern kann, waren die ursprünglich eigentlich geflügelt. Hast du denn keine Träume, Monique? Wenn nicht, tust du mir leid. Ich lebe meinen Traum doch jeden Tag. Aber in deiner Nähe kann ich nicht ich selbst sein. Komm schon, Prinzessin. Es ist Zeit auszuziehen und die Welt zu sehen. Sind dir meine Träume nicht gut genug? Wovon ich nachts träume, was ich im Traum hoffe,
Du magst es nicht sehen, aber für mich ist es real. Monique, unsere Träume scheinen nicht perfekt zu harmonieren. Ich muss die Stadt verlassen und eine neue Liebe suchen. Oh. Dem Schluss bist du aber schnell gekommen. Das ist aber schnell eskaliert. Wenn ich mich von meinem gebrochenen Herzen erholt habe, werde auch ich eine neue Liebe finden. Die leben ziemlich schnell, oder? Lebe wohl, meine Liebste. Ich werde dich nie vergessen. Leb wohl, Gilbert. Leb wohl. Und da gibt es Fernsehserien, die strecken diesen Dialog auf 3000 Folgen. Das war ja faszinierend. Gilbert war ein wenig seltsam, aber tief im Innern war er ein netter Kerl. Meine kleinen Lampen waren ihm nicht genug. Er wollte eine viel größere. Doch die Größe der Lampe ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass sie funktioniert, stimmt's? Um ehrlich zu sein, deprimiert mich diese Trennung. Oh. Maus? Wie bitte? Hier schon wieder. Mauba Mauser Maus, Mauba Baba 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 Maus. Meine Güte. Maubaba Maubu Maus Maus Maubab Maubababa Maus. Das übersetze ich jetzt nicht alles. Wirklich? Findet ihr? Mau Mau. Nein, nein, ich sollte mich bei euch bedanken. Ich glaube, ihnen gefallen die Lampen. Oder so. Die Mausbären sagen, dass sie meine Lampen richtig toll finden, ne? Sag ich doch. Und deshalb liebe ich meine Arbeit. So glücklich war ich noch nie. Hier, nimm das. Sie schenkt mir als Dank einen zitternden Löffel. Versucht euch das vorzustellen. Der Löffel, der von selbst ständig zittert und dann esst er mit Müsli. Das funktioniert sicher gut. Gut, das war der Teil von Gilberts Geschichte. Das heißt... Auf zum Kaktus. Gute Kaktus, we go. Und... das werde ich vielleicht jetzt... Nein, das machen wir nächste Folge. Ich sehe gerade, die Zeit ist schon wieder ein bisschen... Maus! Nein, nein, nicht du auch noch. Wehe, du hast das jetzt in der Maussprache geschrieben. Heute haben wir ein paar Brocken der Mausbärensprache gelernt, um den Mausbären Lampen zu verkaufen. Was heißt wir? Was hat mein Mensch bloß vor? Mir gefällt, dass mein Mensch mir solche lustigen Geschichten erzählt. Ja, wenigstens hat er Spaß. Ich mag den Kaktus. Na gut, Leute. Das war's von mir für diese Folge und... Oh. Dann sehen wir uns hoffentlich nächste Folge wieder. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und bis dahin, Maub, Maub.